Es ist soweit. Viele von euch haben es bestimmt auch schon auf Instagram mitbekommen. Jetzt hier als YouTube-Video. Wir starten mit unserer Solo-Show. Eine Zaubershow für die ganze Familie. Und mit unserer Solo-Show starten wir übrigens auch noch was anderes, aber dazu mehr in diesem Video. Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Julian, ich bin 13 Jahre alt und zaubere jetzt seit fast 7 Jahren, seit 2017, also einen großen Teil meiner Kindheit. Aber zaubern tue ich nicht alleine, sondern mit ihm hier, mit meinem Bruder Jamie. Er ist 15 Jahre alt, wir zaubern zusammen seit jetzt fast 7 Jahren und als Duo, als The Magic Moments bei Jamie und Julian. Wir zusammen, wir waren 2020 zum Beispiel auch schon bei den Ehrlich Brothers in der Magic School, gewannen dort die Prank-Folge und waren im Fernsehen zu sehen vom Millionenpublikum. Das war wirklich ein richtig krasses Erlebnis für uns und daraufhin haben wir dann auch 2021 zur Corona-Zeit, perfekte Zeit zum Starten, richtig angefangen, dass man uns auch buchen konnte. Und dann haben wir wirklich viele, viele Auftritte gehabt. Allein im letzten Jahr waren es 20 und wir haben wirklich viele Menschen verzaubert und großartige Menschen kennengelernt und eine Menge Spaß gehabt in diesen Jahren. Und jetzt denken wir uns, ey, jetzt geht's weiter. Der nächste Karriereschritt und zwar unsere Solo-Show. Und dann präsentieren wir die Zaubershow bei Jamie und Julian. Die Zaubershow ist am 15.06. um 19 Uhr in Magdeburg im Oli-Kino, also kommt gerne vorbei. Einlass ist um 18 Uhr. Jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen was zur Show. Die Show generell ist aufgebaut nach unserem Werdegang so ein bisschen. Also uns geht es darum, weil die meisten werden uns nicht kennen, dass ihr uns ein bisschen besser kennenlernt und dass wir unseren Werdegang in dieser Show zeigen. Generell aber ist die Show für die ganze Familie von jung bis alt interaktiv und uns geht es darum, dass ihr unterhalten werdet und einen schönen Abend bei uns mit uns habt. Und vor allem, dass ihr auch verzaubert werdet. Das heißt, egal ob jung oder alt oder wer auch immer verzaubert werden möchte, die Show ist was für dich. Bei uns in der Show gibt es natürlich auch Snacks zu kaufen, Essen zu kaufen, Getränke zu kaufen und noch vieles mehr. Aber so viel möchte ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Dazu kommt dann einfach zu der Show. Ich werde jetzt doch einmal kurz die Ticketkategorien vorstellen. Zuallererst die Kategorie 1. Ihr seid mitten im Publikum auf einem gemütlichen Kinosessel und schaut euch eine Zaubershow an. Wow. Dann Kategorie 2. Mit der Kategorie 2 hast du auch die Möglichkeit, in der ersten Reihe zu sitzen oder am Rand und auch hinten. Aber generell zeichnet sich die Kategorie aus, dass ihr immer einen Tisch habt. Das heißt, ihr habt einen Tisch, wo ihr eure Getränke abstellen könnt. Ihr habt einen Tisch, wo ihr also halt auch eure Snacks abstellen könnt und so weiter und so fort. Und ihr habt immer wirklich großartige Blicke auf die Bühne. Kategorie 3, das ist die VIP-Kategorie. Die ist allerdings schon ausverkauft, aber der Vollständigkeit halber werde ich jetzt hier auch noch einmal kurz vorstellen. Ihr sitzt direkt vorne in der Mitte mit dem besten Blick und habt auch noch eine Beinablage und gratis Snacks und seid definitiv auch einmal mit auf der Bühne. Also, sehr gemütlich vor allem auch. Ja, für die Leute, die sich jetzt schon Tickets kaufen wollen, obwohl das Video noch nicht vorbei ist. 15.06. 19 Uhr, merkt euch das Ganze, 18.30 Uhr ist Einlass und Tickets gibt es hier unter magicmomentsonline.de. Als nächstes habe ich euch Fragen gestellt auf Instagram und habe jetzt ein kleines Q&A hier vorbereitet, wo ich nochmal so ein paar Fragen beantworte. Zuallererst, was für Tricks zeigen wir? Also wir zeigen jetzt, wir sind jetzt nicht die Ehrlich Brothers mit den größten Monster Trucks, aber wir haben wirklich großartige Tricks, die uns persönlich auch gefallen, die das Publikum gefallen, interaktive Tricks, aber zu viel möchte ich da jetzt noch nicht verraten. Wie lange planen wir die Show hier schon? Wir planen die Show tatsächlich seit 2023, Anfang 2023, also so Februar, März ungefähr. Seither war das Ganze eher ein bisschen noch wie eine Vision und wir mussten erstmal viel Geld ranholen, durch Auftritte natürlich. Und nun ist es soweit. Wir sind bereit. Es geht jetzt los, also wir sind noch nicht bereit, aber wir sind jetzt wirklich mitten in der Planung. Und am 15.06.2024 ist die Show um 19 Uhr, 18.30 Uhr ist Einlass. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Sind wir aufgeregt? Also natürlich ist man irgendwo aufgeregt, aber mittlerweile ist es eher, also aktuell ist es eher noch Freude, Vorfreude, vor allem auch Freude darüber, dass viele Leute sich mit uns freuen. Wir haben Nachrichten bekommen, dass Leute sich freuen auf die Show. Vielen Dank auch an jeden, der bis jetzt schon Tickets gekauft hat. Wir freuen uns auf euch. Aber generell, wir freuen uns, aber richtig krass aufgeregt sind wir noch nicht. Aber wir haben natürlich jetzt auch ein bisschen Druck, weil es muss gut werden. Wie lange geht die Show?
Ja, die Show, die geht 2 Stunden circa, wahrscheinlich ein bisschen länger, weil wie wir das Publikum einschätzen, das wird, glaube ich, ein richtig cooler Vibe. Also, aber rechnet mal so mit 2, maximal 2,5 Stunden. Also, bis ihr wieder raus seid, aus dem Saal dann. Also von 19 Uhr bis 21 Uhr und 21:30 Uhr seid ihr auch spätestens dann schon raus wieder. Ja, da gab es übrigens auch noch von der gleichen Person die Frage, ob es irgendwie so eine Art After-Show-Party gibt, also wo wir ein paar Autogramme und so geben und Fotos machen. Also generell, wer Fotos und Autogramme haben möchte und sowas, go for it. Also gerne nach der Show sind wir natürlich mit da. Und wer da Lust drauf hat, natürlich gerne. Also generell geplant ist es nicht, also als offizieller Termin im Kalender quasi, also ihr wisst schon, was ich meine, als offizieller Programmpunkt. Aber wer Bock hat, natürlich klar. Es sind mehrere Shows in Zukunft geplant. Also dazu werde ich jetzt gleich was sagen, in einem extra Punkt. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, aber dazu gleich mehr. Wie viel Geld mussten wir in diese Show investieren? Ja, also wir sind jetzt das ganze letzte Jahr daran und haben auch wirklich letztes Jahr viele, viele Auftritte gehabt, also wie gesagt 20, und dadurch haben wir das Ganze so ein bisschen finanziert und das reicht noch nicht komplett, also da haben wir jetzt auch dieses Jahr natürlich jetzt noch Auftritte gehabt und so, die da mit reinfließen. Ich will jetzt keine genaue Zahl nennen, aber es war natürlich teuer, weil Comet Equipment, Mikrofon, Zeugs, Licht und vor allem auch so eine Sache, die in der Show passiert. Und da nehme ich natürlich nichts vorweg. Und sonstige Sachen natürlich. Also man denkt wirklich gar nicht, was man alles anschaffen muss dafür. Wirklich, das ist krass. Wie viele Leute sind an dieser Show beteiligt? Also wir sind generell mit einer Crew von insgesamt 11 Leuten, Jamie und mich rausgenommen, dort vor Ort. Hätte man selber nicht gedacht. Also wir kriegen, also es ist wirklich, wir kriegen diese 11 Leute voll. Also es gibt Leute, die helfen uns natürlich vor der Show. Wir müssen die Crew natürlich auch noch ein bisschen einweisen. Leute sind vor der Show, während der Show, den ganzen Tag über auch schon da teilweise. Also das wird immer krass. Also an die, die dieses Video jetzt gerade sehen und helfen, vielen, vielen Dank. Jetzt schon mal. Macht ihr die Show zusammen oder einzeln? Natürlich machen wir die Show zusammen. Es ist immer so, dass wir jetzt auch bei den Shows für die Buchungen so ein bisschen hatte, also die Show war zusammen, aber jeder hatte so ein bisschen seine Tricks, weil wir halt uns auch auf unterschiedliche Sachen spezialisiert haben. Das wird wieder auch so ein bisschen so sein. Also es gibt immer einen, der so ein bisschen im Vordergrund ist mit den Tricks und einen, der so ein bisschen dabei ist quasi. Aber generell, wir sind zusammen auf der Bühne, definitiv in den meisten Fällen. Aber der Vorteil ist natürlich, dass wir uns halt auf unterschiedliche Sachen damals spezialisiert haben, unterschiedliche Dinge performen und vor allem in einem unterschiedlichen Stil performen. Das heißt, ihr werdet dort, wir sind beide Zauberer, aber unterschiedlicher können wir nicht sein. Also wir sind, also ihr werdet da wirklich zwei unterschiedliche Zauberer sehen, die zusammen eine Show da auf die Beine stellen. Und das ist wirklich das Krasse, glaube ich. Das macht unsere Show auch so ein bisschen aus. Unterschiedliche Stile werdet ihr dort sehen. Wollen wir später beruflich zaubern? Das ist eine Frage, die jetzt hier auch im Zusammenhang mit dieser Show gestellt wurde. Ob wir sowas dann auch später beruflich machen wollen, das ist eine Frage, die wird uns wirklich oft gestellt. Aber generell kann ich sagen, wir schauen mal, was wird. In der Jugend, die werden wir jetzt damit verbringen. Und selbst wenn wir nicht später das Ganze hauptberuflich machen, hat uns das Ganze viel gebracht. Also, dass wir studieren werden, das ist klar. Ob es dann auch natürlich auch was für unsere Zauberei nützlich ist, wie Marketing, irgendwas oder so, keine Ahnung. Wissen wir natürlich nicht. Ich habe auch einen anderen Berufswunsch noch, den ich mir vorstellen könnte. Aber ich sage immer, ich muss von der Zauberei leben können und es muss mir insgesamt Spaß machen. Und mit diesem Leben als Zauberer muss ich klarkommen können. Darum würde es mir jetzt persönlich gehen. Aber wir wissen es noch nicht. Was war unser größtes Problem bisher bei der Planung dieser Show? Ja, das ist eine Frage, die wurde tatsächlich gestellt und die finde ich auch sehr interessant. Weil es war tatsächlich bisher so dieses ganze System. Wir mussten super, super viele Systeme, also insgesamt ein ganzes Showsystem uns überlegen. Damit meine ich jetzt nicht eine Reihenfolge von den Tricks, sondern Sicherheitssysteme, wie Abläufe, wie kommt was auf die Bühne, wie kommt was runter, wie läuft das Ganze mit der Technik. Kommunikation vor der Show, während der Show, nach der Show, wie auch immer. Das sind alles Systeme, die wir uns überlegen mussten und das ist aufwendig gewesen. Aber als nächstes, also das war jetzt wirklich so das Aufwendigste, aber als nächstes wird jetzt aufwendig und so eine Art Problem, dass wir
Marketing machen müssen. Also wir aus dieser Branche mit Marketing, wir haben wirklich krasse Marketingstrategien gehabt für unsere normalen Buchungen. Also da ging das Ganze irgendwie, aber jetzt hier ist es nochmal ein ganz anderes Level von Marketing und Werbung quasi. Vor allem auch noch so viel, ja, über 100, also wir haben ja irgendwie 150 Plätze dort zu vergeben und 146 sind es, um genau zu sein. Es sind auch schon welche weg, vielen Dank an die alle. Wir freuen uns auf euch, aber natürlich müssen auch noch ein paar gefüllt werden und das ist, glaube ich, jetzt das nächste Problem, was wir haben werden. Wie so eine Soloshow, also was gefällt uns an einer Soloshow? Ist auch noch eine Frage, die gestellt wurde, finde ich auch super interessant. Buchungen sind natürlich wirklich wow. Also die machen uns wirklich sehr, sehr viel Spaß, so Buchungen. Wir lernen dort großartige Leute kennen, zaubern vor Kleingruppen, vor größeren Gruppen und so weiter und so fort. Aber wir haben wirklich auch richtig Spaß dran gehabt, jetzt im Januar letzten Jahres, also im Januar von 2023, über ein Jahr ist es jetzt schon her, eine eigene Show für unseren Ort hier zu planen. Und das war wirklich großartig, das war krass, das hat uns so gefallen und vor allem auch noch so viele Leute, die dort einfach wirklich anwesend waren. Das war so ein krasser Vibe einfach. Also das war eine richtig coole Atmosphäre, die wir dort geschaffen haben. Haben uns auch viele Leute rückgemeldet, also uns gesagt. Und das haben wir auch selber gespürt. Das hat uns einfach unnormal viel Spaß gemacht. Und deshalb wollen wir sowas auch mehr in Zukunft machen, weil es einfach krass viel Spaß macht. Ist einfach so. Ja, das war das kleine Q&A jetzt noch zwischendurch. Und jetzt gibt es unseren Masterplan quasi. Der Masterplan. Ich habe es nämlich am Anfang schon angesprochen und wir starten damit auch noch was anderes mit unserer Solo-Show quasi. Und zwar wurde auch hier die Frage gestellt, ob mehrere Shows in Zukunft geplant sind. Und das ist der Masterplan. Wir haben vor, unsere Jugendzeit ist damit zu verbringen und viele Shows zu machen in den nächsten Jahren. Es wird auch nach der Show am 15.06. noch schon die nächste geplant. Das heißt, da werden wir dann auch schon die nächste, vielleicht einen Monat oder so später, veröffentlichen. Und es ist so ein bisschen unser Ziel, dass eine Show die nächste finanziert. Das heißt, wenn die Show gut lief im Oli-Kino, freuen wir uns auf eine nächste Show. Also, die halt wir damit dann finanzieren können. Weil wir natürlich jetzt auch noch nicht so das krasse Budget haben für irgendeine krasse Tour. Und so ist jetzt am Anfang so ein bisschen unser Plan. Also zum Beispiel am Anfang, ne, nach dieser Show ist dann die nächste dran, nach der Show die nächste, dann irgendwann die nächsten drei und so entwickelt sich auch unsere Show. Also wir und das Ganze generell, das Zaubern, entwickelt sich so. Und ja, man muss es auf jeden Fall langsam angehen, aber weil, ne, wir natürlich jetzt noch nicht die bekanntesten sind, aber generell haben wir das Ganze so vor, dass eine Show die nächste finanziert und wir damit die nächsten Jahre verbringen. Also nach dieser einen Show ist definitiv nicht Schluss und wir kommen auch durch Deutschland. Also es gab auch schon hier Fragen mit, ob wir auch noch in andere Städte kommen, Berlin und so. Ja, also im Endeffekt ist es erstmal so ein bisschen im Umkreis, aber wir wollen dieses Regionale dann erweitern tatsächlich, also aus diesem Regionalen raus. Magdeburg ist bei uns jetzt hier ungefähr eine Dreiviertelstunde weg und danach ist es bei uns ein bisschen näher dran, die Show danach eventuell oder so. Dann Hannover, Braunschweig ist irgendwie dran, Berlin natürlich irgendwann, also so geht's weiter. Hamburg. Ich freue mich auf die nächsten Jahre, ihr hoffentlich auch. Ja, viel Gelaber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt mehr. Und wenn ihr Tickets kaufen wollt, dann gibt's jetzt Check die Tickets ab. MagicMomentOnline.de. Schlagt da auf jeden Fall zu. Von Kategorie 2 ist wirklich schon sehr, sehr viel ausverkauft. Das heißt, schlagt dazu. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf alle von euch, die bei dieser Show dabei sind. Vielen, vielen Dank, dass so viele von euch jetzt auch schon Tickets gekauft haben. Vielen Dank und wir sehen uns. Folgt uns auf Instagram magicmomentsonline.de und ich privat Julien_Fürch. Ciao.